So, dann Röstelzeit und heute, da fummeln wir mal wieder ein bisschen mit 230 Volt rum. Also, wie üblich gilt, bitte nicht machen, wenn ihr nicht wisst, was er tut und im Zweifelsfall jemanden dazu holen, der sich damit auskennt. Aber worum es heute gehen soll, ich habe hier noch was rumliegen von einem Testaufbau, was eventuell mal sinnvoll sein kann, zu gucken, was das tut und wieso und weshalb. Und zwar geht es um das Ding hier. Das hier, das ist ein sogenannter Automatic Transfer Switch. Wofür ist ein Automatic Transfer Switch gut? Der schaltet zwischen zwei Spannungsquellen um. Das wird hauptsächlich benutzt in Notstromversorgungen. Zum Beispiel, weil man das normale Stromnetz hat, aber dann zum Beispiel einen Generator oder ähnliches. Was man dann machen kann, ist, wenn der Strom ausfällt, dann wird automatisch auf Generator oder ähnliches umgeschaltet. Interessant sind die dabei hauptsächlich im Industriesektor. Im Privatbereich hat man relativ selten Sachen, wo das interessant ist. Wenn ich mal so bei mir rund gucke, dann habe ich entweder Dinge, die bei einem Stromausfall auch halt mal was länger ausbleiben können. Sowas wie Tiefkühltruhe, Kühlschrank und Co. Die halten halt ein paar Stunden durch. Und da ist es dann einfacher, per Hand gerade an irgendeine Powerstation oder so zu stecken, wenn man da wirklich Notstrom haben will. Und auf der anderen Seite haben wir halt PCs oder sowas. Da will ich auch keine Umschaltzeit haben. Das heißt, da ist eh eine USV, die den ganzen Kram dann direkt abdeckt. Wie bei vielen Sachen gilt auch hier, solche Umschalter in Deutschland rechtlich eher schwierig. Müsst ihr im Zweifelsfall in die technischen Anschlussbedingungen eures Netzbetreibers gucken, ob und was betrieben werden darf. So, wie gesagt, ich hatte es nur für den Testaufbau. Dann gucken wir einfach mal, was wir hier Schönes haben. Außer dem wunderschönen Certificate of Conformity, wo genau abgebildet ist, was man denn hiermit machen kann. In mehr oder weniger gutem Englisch. Ja, man kann es lesen. Und unten drunter haben wir den hier. Der ist sogar in dem Fall hier noch eingeschweißt. Das war das Reservegerät, wenn ich dann richtig vermute. Das heißt, ja, keine Ahnung, wo der ausgepackt ist. Aber egal, ist am Ende halt alles dasselbe. So, wir sehen auch hier schon auf den Beschriftungen, wofür es gedacht ist. Wir haben auf der einen Seite das City Power Symbol, auf der anderen Seite Generator und offensichtlich schon Teile, die rausfallen. Ja, okay, zur Kenntnis genommen. So, wir sehen jetzt hier auch, der steht aktuell auf Source B. Den können wir jetzt hier nicht umstellen auf Source A, sondern wir müssen erst umstellen. Und dann können wir hier hin und her schalten. So, das war jetzt manuell. Das Ganze läuft sonst automatisch. Das heißt also, sobald City Power wegfällt, wird Generator zugeschaltet. Das ist jedenfalls der normale Fall. Dabei ist allerdings auch eins wichtig. Und zwar muss sauber umgeschaltet werden und vollständig. Das heißt also, wir müssen erst City Power trennen, dann den Generator zuschalten und genauso, wenn wir andersrum arbeiten, erst den Generator wegschalten, dann City Power einschalten. Findet man häufig auch unter dem Begriff Break before Make und das hat zwei wichtige Hintergründe. Nummer eins ist, sonst wird es sehr hässlich, weil, sagen wir mal so, wenn City Power da ist und euer Generator da ist und beim Umschalten die beiden verbunden werden, sagen wir es mal so, City Power gewinnt und euch fliegt der Generator im Zweifelsfall um die Ohren. Und das zweite, das ist Sicherheit. Denn wenn tatsächlich City Power wegfällt und er schaltet jetzt auf Generator, aber er trennt nicht richtig die City Power, das heißt, die City Power ist noch irgendwie angeschlossen, dann geht von eurem Generator plötzlich Strom ins öffentliche Stromnetz zurück in euer Haus. Das klingt ja erstmal nach einer guten Idee, das ganze Haus hat Strom, aber naja, es geht im Zweifel halt auch aus eurem Haus raus, auf die Straße, zu den Transformatoren, wird da auch noch hoch transformiert auf höhere Spannungen und am Ende hängt da halt der arme Techniker, der gerade versucht, die Leitung zu reparieren und kriegt halt einen ordentlichen Schlag von eurem Generator. Mit Glück überlebt das. Sollte also nicht passieren. Deswegen möchte man hier sowas eigentlich nur angemeldet und zugelassen. Und ich meine, hier steht eine IEC-Nummer drauf, aber ob die wirklich einhält, wir werden es sehen. Der Test, wo ich den benutzt hatte, das ging um zwei Inselnetze, da ist es eh egal. Und ansonsten, wie gesagt, müsst ihr im Zweifelsfall mit eurem Energienetzbetreiber klären. Der sagt euch dann, was man braucht und was machbar ist, was nicht. So,
Ich werde den jetzt mal zum Testen anklemmen und zwar tatsächlich an City Power. Einfacher Grund, ich habe kein Power B, das heißt also, es gibt keine Gefahr, dass was kaputt geht oder was zurückspeisen kann. Das ist ja jetzt nur ein Testaufbau, zumal ich daneben sitze. Wenn es einen Stromausfall gäbe, dann schalte ich halt auch hier aus oder respektive meine Relais am Eingang schalten aus. Von daher, alles unkritisch, können wir in Ruhe testen. Trotzdem gilt natürlich, wie gesagt, bitte nicht nachmachen, wenn ihr nicht wisst, was er tut. Hier sind offene Klemmen, die sind nicht berührgeschützt. Und wenn ihr da dran packen würdet, wenn Strom drauf ist, naja, dann ist das nämlich für beide Seiten unangenehm. Für euch, weil ihr dann vorzugsweise einen Krankenhausbesuch einplanen solltet. Und für mich, weil ihr natürlich nicht mehr auf Like drücken könnt. Ja, der war so schlecht. Also, klemmen wir das Ganze mal an. Ich glaube, die oberen sind dann wahrscheinlich die Zufuhr. Was sagt die Anleitung? Kann man es hier erkennen irgendwo? Ja, es ist nicht gut aufgelistet, aber die oberen beiden sind die Normal Power und Reverse Power, die wir hier haben. Das heißt, wir klemmen den jetzt einfach mal hier dran. Und auch hier wieder der Hinweis, ich mache das gerade, weil ich was testen möchte. Und bitte nicht nachmachen, insbesondere gehören hier Kabelschuhe und alles drauf. Ja, wie gesagt, für einen kleinen Test reicht das. Was nicht reicht, ist der Schraubendreher. Ja, auch der eigentlich nicht dafür geeignet, aber wie gesagt, für einen Testaufbau hier reicht es. Ich fahre da keine Last drüber. Nicht, dass wir irgendwie Last über hier dieses Kabel fahren sollte. Das ist, glaube ich, vom Gefühl her würde ich sagen 75 Quadrat oder sowas. Mal gucken. Prinzipiell hier das Gerät. Auf die Bezeichnung oben gucken. Dann steht hier etwas von 63 Ampere. Allerdings steht halt auch 220 Volt. Also nicht unbedingt europäischer Standard. Wobei das jetzt natürlich modellabhängig ist. Das hier war ein relativ günstiger, weil wie gesagt, das war für kurze Zeit in einem Versuchsaufbau. Die gibt es natürlich auch in etwas teurer von entsprechend qualifizierten Herstellern, die dann auch die nötigen Zertifikate mitliefern. Dann eher auch an kritischeren Stellen betrieben werden können. So, machen wir gerade nochmal zur Sicherheit mit dem Multimeter, dass wir auch wirklich unsere Sachen richtig haben. So, was denkt ihr, was jetzt passieren würde, wenn wir den hier einschalten? Na, probieren wir es doch einfach mal aus. Gerade nochmal hier, dass wir es auch sehen. Wir haben jetzt hier unseren Block. Wir haben hier aktuell keine Spannung. Wir haben hier unten keine Spannung. Wir haben hier hinten keine Spannung. Okay, Strom ist also noch aus. Machen wir auf Auto und dann schalten wir den Strom mal ein. So, Strom ist an und was hat sich jetzt geändert? Nicht wirklich was, ne? Also jetzt außer, dass wir Strom haben. Und zwar, wir haben hier Strom, weil da speisen wir ein. Wir haben hier Strom, weil da speisen wir auch ein. Und wir haben hier unten am Ausgang Strom, weil, da wir entsprechend den Ausgang geschaltet haben. Aber wir haben keine Lampen, wir haben keine Aktion, es passiert nichts. Was soll denn das? Ich meine, wir können jetzt mal spaßeshalber auf B umschalten im manuellen Modus. Und die Automatik dann nochmal anschalten. So, und? Nö, Strom ist an. Aber nichts passiert. Wie kommt's? Naja, hier der Block an der Seite. Das ist ausschließlich ein Block, der dafür da ist, das Ding umzuschalten. Die Elektronik läuft über diese beiden Klemmen. Und da haben wir zwei Sachen, die uns interessieren. Wir haben einmal einen Input und einen Output. Für Input haben wir ein N und R. Das entspricht hier dem N und einer Phase. Und für den Ausgang haben wir passiv Center, Normally Connected und Normally Open, also das Übliche, um es mal so zu sagen. Heißt aber auch, wir müssen von den Blöcken hier zu den Inputs hier eine Verbindung aufbauen. Das sollten wir eventuell noch tun, weil ansonsten passiert hier nichts. Also sicherstellen, dass kein Strom mehr drauf ist. Nochmal zur Sicherheit alles durchmessen. Und dann können wir loslegen und eine Runde nochmal basteln. Okay, wir haben also jetzt unsere Brücken drin, von dem auf den Stecker, von dem auf den Stecker. Ob die Stecker jetzt für 230 Volt so eine gute Idee sind,
debatable. Aber theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Dann gucken wir mal, ob es das auch tut. Aktuell offensichtlich noch nichts an Strom drauf. Wäre auch ein bisschen doof, weil ich mit meinen Fingern die ganze Zeit dran war. Aber das können wir ja ändern. Also machen wir den Strom mal wieder an. Und theoretisch müsste er jetzt sogar automatisch fahren, denn A hat eigentlich Priorität. Wir stehen ja aktuell auf Source B, das heißt, wir haben hier zwischen eine Verbindung. Und das müsste eigentlich jetzt merken, dass A und B verfügbar ist und automatisch auf A umschalten. Also gucken wir mal und Strom an. Okay, der hebt richtig ab hier. Also wir sehen auf jeden Fall, er hat jetzt A ausgewählt. Und entsprechend ist jetzt auch A verbunden. Wir haben offensichtlich... Achso, ich sehe gerade auf der Kamera, der B flimmert auch. Die Lampe ist etwas dunkler, deswegen sehe ich es nicht. Aber wir müssten jetzt hier überall Strom haben. Jo, haben wir. Und momentan ist A mit dem Ausgang verbunden. Wenn jetzt aber A ausfallen würde, sollte er umschalten. Jetzt machen wir mal auf A ein Problem, also einen Stromausfall. Und wir sehen, er springt automatisch auf B um und entsprechend sind wir jetzt hier auf der Reservestrom, auf dem Generator in dem Fall hier. Und wenn jetzt A wieder zurückkommen würde, gucken wir, ob wir das hinkriegen, dann springt auch der wieder zurück. A, B. Okay. Strom aus. Einen Punkt haben wir jetzt nämlich noch nicht geguckt. Was ist, wenn... A ausfällt und B nicht da ist? Naja, die Frage lässt sich eigentlich direkt beantworten, aber machen wir es mal. Wir schalten wieder auf A. Also A hat jetzt Strom, B nicht. Er schaltet auf A um. Und wenn wir jetzt A ausschalten, dann kann nichts passieren, weil er hat ja keinen Strom. Das heißt also, wenn das Netz ausfällt, aber der Generator noch nicht gestartet ist oder was auch immer ihr als Ersatzstromquelle habt, dann kann er natürlich nicht umschalten. Ja, einen Punkt haben wir noch. Es gibt hier auch noch die Ausgänge. Da haben wir hier einmal den Normally Opened und den Normally Closed. Wir sehen, Normally Closed ist geschlossen. Und hier unten, Normally Closed ist nicht geschlossen, Normally Open ist geschlossen. Das heißt also, wir können jetzt hier sehen, B ist nicht aktiv, A ist aktiv. Was man hier bei denen aber beachten muss, die schalten nur um, wenn die Automatik greift. Wenn die Automatik auf B umschaltet, dann wäre jetzt hier der Normally Closed zu und Normally Open offen. Wenn ich das hier auf manuell setze und per Hand umschalte, dann weiß der nichts davon und entsprechend bleibt er hier auf Normally Open und der auf Normally Closed. Wobei, wieso eigentlich Normally Closed? Ich glaube, die Beschriftung ist falsch rum. Wir waren doch zuletzt auf A. Ja, die Beschriftung ist falsch rum. Na gut. Muss man halt im Zweifelsfall halt einmal gucken, was hier rauskommt. Beschriftung hin oder her sind halt einfach Relais, die über die Automatik hin und her geschaltet werden und entsprechend da was machen können. Gut, ich würde sagen, als nächstes hängen wir mal ein Messgerät dran und gucken uns mal an, wie schnell der tatsächlich umschaltet. Wie gesagt, in der Praxis macht es meistens nichts aus, weil ihr keine Backup-Versorgung habt, die direkt da wäre. Das heißt also, der limitierende Faktor ist dann, wie schnell kann euer Generator starten, euer Inverter oder was auch immer. Aber wäre das schon gut. Natürlich auch, ob da irgendwie die technischen Daten, liefern die irgendwas? 2000 Cycles, nein. Contactor Transfer Time unter 50 Millisekunden wird hier genannt. Das heißt also, das ist das, was wir erwarten. Ich glaube, das ist sogar zu langsam für ATX, also für Rechnerbetrieb. Es gibt in der Rechnerspezifikation für PCs, in der ATX-Spezifikation für die Netzteile tatsächlich ein Abschnitt, wo drin steht, dass die Netzteile eine gewisse Zeit ohne Strom auskommen müssen. Hat einfach den Hintergrund, viele USVs haben ja was Ähnliches wie das hier, dass sie entsprechend umschalten von Netz auf Batteriebetrieb. Da müsste ich nachgucken, ich meine, aber es waren irgendwie 10, 15 Millisekunden, die da entsprechend als Wert angegeben sind. Das heißt, wenn der 50 Millisekunden braucht, dann ist das auf jeden Fall nichts, womit man auf einen Akku umschalten kann und erwarten sollte, dass die Rechner durchlaufen. Das heißt also, selbst wenn ihr irgendwas habt, was Dauerlauf macht, eine zweite Stromversorgung, woher auch immer, dann ist die Transferzeit trotzdem so langsam, dass ihr weiterhin eine USV haben wollt, um entsprechend die Umschaltzeit da ein bisschen zu puffern.
Okay, messen wir mal. Ich habe jetzt hier unten am Ausgang noch entsprechend eine Messung dran, wo wir entsprechend sehen, was denn da los ist. Und ich gehe jetzt hin und schalte bei A weg. B ist ja noch da. Das heißt, der müsste umschalten und theoretisch müsste ich dann auch ein Signal bekommen. Und tja, und das ist jetzt, wenn wir hier gucken, wir haben jetzt wirklich eine definitive Auszeit von so 2 Millisekunden. Ist eigentlich ein bisschen wenig. Ich würde gerne mehr sehen, aber ja, wenn der intern so gebaut ist, dass er das mechanisch umsetzt, dieses Break before Make, dann ja, lassen wir es mal durchgehen. Wird schon irgendwie passen. Speaking of intern und durchgehen, was könnte wohl der nächste Punkt sein? Nehmen wir mal den Schraubendreher und nehmen das ganze Ding hier mal einmal auseinander. Und das natürlich mit definitiv keinem Strom mehr an den Eingängen. Okay. So, jetzt kommt die große Frage. Kommt mir jetzt die Feder entgegen? Sieht nach Nein aus. Ja, wo hängt's? Yay, da sind wir. Lasst mal schauen, was haben wir denn hier wo? Also wir haben unten drin auf jeden Fall ein Board, wo die ganze Elektronik drauf ist. Haben hier ein riesen Relais, das dürfte dann für diese externen Kontakte sein. Ist im Übrigen ein Relais, steht hier was drauf? Nein. Wieso ist hier eine Schraube drin? Und hier haben wir was Abgebrochenes. Ha, ja, das ist tatsächlich ein abgebrochener Piller. Und ich glaube nicht, dass der bei mir vom Schrauben abgebrochen ist. Also, Relais ist ohne weiteres Rating. Ich meine, in der Anleitung stand etwas von 6 Ampere. Und da muss ich nochmal korrigieren, es sind 5 Ampere, die sie fürs Relais angeben. Aber egal, machen wir mal weiter. Wir haben halt hier unsere beiden, nennen wir es mal Eingangsboards. Das ist einfach nur ein Brückengleichrichter, der Full Bridge Rectifier, mit was Blauem dahinter, was wahrscheinlich ein Kondensator ist. Wahrscheinlich ein Kondensatornetzteil dann, das dann die Rückmeldung unten ans Board gibt. Und schwer zu übersehen, diese beiden blau und gelb eingewickelten Magnetspulen hier unten, die dann tatsächlich die Kraft aufbringen, hier diesen Schalter umzuschalten. Und der komplette Schaltblock ist rein passiv. Wir haben hier den Common, der entsprechend über so eine Kupferlitze, eine sehr feindrähtige, auf die Mitte geht. Was mir hier auffällt, da sind sehr viele gebrochene kleine Litzen drin. Ich meine, es ist noch Plastik dazwischen, da sollte also eigentlich nichts passieren, aber ansonsten, weiß ja nicht. Ja, gucken wir mal, ob wir irgendwie das Board daraus operiert bekommen. Das scheint mir nur mit 2 Schrauben fest zu sein. Und hiervon können wir uns auch mal eine ausbauen. Dann gucken wir mal, was es da so gibt. Wie gesagt, hier bei den Boards vermute ich nicht viel. Das wird einfach nur ein Kondensatornetzteil sein. Oh, das ist fest angelötet. Hey. Na gut. Okay, hier das Board, das kriege ich jetzt nicht raus. Die haben anscheinend diese Steckkontakte hier nachträglich eingelötet. Das ist dann natürlich nicht sehr hilfreich. Aber wenn wir von der Seite gucken, da ist definitiv nichts. Wir haben hier hinten halt diesen Schalter. Wir haben die beiden LEDs und die Kontakte. Ansonsten, da sind keine ICs oder irgendwas drauf. Das ist halt wirklich ein reines Board, was nur Verkabelung macht auf der Seite. Da ist halt sonst nichts drauf. Hier vorne, da haben wir noch ein bisschen was hängen. Das ist aber anscheinend einfach nur Fett hier vom Umschalt, von der Umschaltmechanik, die wir hier haben. Das heißt also, die komplette Logik steckt anscheinend in dem Relais drin. Und ja, tatsächlich, wir haben ja hier auf der A-Seite und auf der B-Seite jeweils einen Wechsler. Das Relais hat aber 4 Wechsler, das heißt also die anderen beiden, die werden dann wohl genutzt, um dann die Umschaltung zu machen. Das ist dann hier dieser ganze Kladderadatsch. Und ja, hier haben wir im Prinzip den hier, der diesen ganzen Hebel hier bewegt. Das hängt hier an dieser Achse. Die Achse selber, das sind dann unsere Kontakte, die wir hier haben, die da unten reingehen. Das Ganze über Federn entsprechend gespannt, um dafür zu sorgen, dass der auch möglichst schnell schaltet. Und alternativ zum Hebel können halt hier diese beiden Magnetdinger dann entsprechend auch das auslösen
und entsprechend dann durch, gute Frage, ich schätze mal durch Ziehen hier eine Umschaltung verursachen. Wie gesagt, wir haben eine Rückmeldung über diese Taster. Okay, ich denke, ich habe raus, was zu machen. Sie geben hier drüber Strom rein. Der wird dann entsprechend hier über den Brückengleichrichter und den Kondensator als Kondensatornetzteil zur Spule geleitet. Und der Schalter hier, der kann den Strom dann unterbrechen. Das heißt also, wenn entsprechend umgeschaltet ist, drückt sich der rein und sorgt dafür, dass die Spule keinen Strom mehr hat. Heißt aber auch, wenn irgendetwas sich verklemmt, die Spule hätte dann halt dauerhaft Strom und ich könnte mir vorstellen, dass das dann eher unschön endet. Kann man nur hoffen, dass da die Spule selber nochmal irgendeine Form von Überspannungsschutz drin hat. Pardon, nicht Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz. Und dann abschaltet und nicht irgendwann anfängt zu brennen. Ansonsten die Schalter hier auch, die sind ausgelegt für 250 Volt, wenn ich richtig sehe. Ja, 250 Volt bei 3 Ampere. Ich habe die dumpfe Befürchtung, diese Dinger hier, die Spulen, die ziehen ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen, das ist sehr induktiv und wir schalten das hier mit so einem Minischalter. Weiß ja nicht, ich habe die dumpfe Befürchtung, das überlebt nur mäßig lange. Na gut. Ja, das ist halt das Innenleben. Wir haben diese Elektronik, Elektromechanik und die Steuerung, die eine ja, tatsächlich komplette Relais-Logik ist. Das heißt also, dieses eine Relais, das ist das, was bestimmt, was denn hier passiert. Sonst haben wir keine Bauteile, außer halt ein paar LEDs mit, I guess, Vorwiderständen. Was auch wiederum nicht so tolle ist, weil, naja, wir haben ja eine AC-Welle, das heißt einmal hoch, einmal runter. Bei hoch ist das kein Problem. Der Widerstand hier, der sorgt dafür, dass wir den Strom hier begrenzen durch die LED. Auch nicht gut, weil der Widerstand wahrscheinlich nicht für die Spannung ausgelegt ist, aber okay. Nur in die andere Richtung, ja, die Diode sperrt und dann fließt kein Strom und der Widerstand macht nichts und der Strom steigt, die Spannung steigt weiter. Und das ist definitiv mehr als die Sperrspannung. Das heißt also, sowohl der Widerstand als auch die LEDs werden hier auf dem Board wahrscheinlich außerhalb der Norm betrieben. Ich gehe davon aus, dass es nicht groß relevant ist, weil hey, das Einzige, was passiert ist, dass im Zweifelsfall halt die LED das Zeitliche segnet und man dann halt die Anzeige nicht hat. Aber ja, es zeigt halt, dass man da das mit der Sicherheit anscheinend nicht ganz so genau genommen hat. Schade eigentlich. Na gut, ich baue den mal wieder zusammen und ja, dann gucken wir uns mal an, wie das in der Praxis so aussehen könnte, wenn man damit etwas bauen würde, was ich halt wie gesagt bei jedem Modell dann definitiv nicht empfehle. Das ist was für Versuchsaufbauten, aber ja, angesichts der aktuell vermuteten Qualität würde ich sagen, für mich auch nicht. Ach, da haben wir noch was vergessen. Die Schalter selber. Das sind hier diese Dinger. Wenn wir uns die mal angucken, können wir die hier irgendwie, ja, das hier ist das Ding, was normalerweise davor ist. Die sind definitiv make before break, wenn die umschalten. Die müssen mechanisch halt hier erstmal diese Seite freimachen, bevor sie mit der da verbinden können. Also zumindest der Part ist, denke ich, recht gut gesichert. Ist zumindest so, dass er da nicht irgendwie Probleme machen würde. Na gut, ich wollte zusammenbauen, ne? Da würde ich sagen, wir bauen mal etwas mehr oder weniger praxistaugliches. Also eine Schaltung, die man so durchaus auch finden könnte. Das heißt, wir holen hier unseren ATS, den Automatic Transfer Switch. Den brauchen wir natürlich. Den bauen wir hier rein. Brauchen dann zwei Stromversorgungen. Ich hole einmal den hier. Den stecke ich dann mal gleich an mein Testnetz hier. Und wir brauchen auch eine zweite Stromversorgung. Und das, was ich hier baue, ist jetzt eine Notstromversorgung, so wie es auch hier abgebildet ist. City Power, in meinem Fall halt mein Testnetz und Generator. Als Generator gilt bei mir jetzt hier dieses feinste Ding von Chinesium. Das ist so ein Ding, wo 12 Volt reingeht und 230 Volt ich rauskommt. Ja, will man nicht haben. Zumindest nicht die hier, die
sind sehr kreativ, was sie als Sinus bezeichnen, aber es sollte ausreichen, um hier eine Last zu versorgen. Speaking of Last, des habe ich mir auch eine rausgesucht. Die gute alte Kleinpunktheizung. Na, alle Glühbirne, einfach weil man da relativ flott sehen kann, was denn da passiert. Eine LED, die kann ja doch durchaus noch ein paar Sekunden nachleuchten, wenn man die ausschaltet. Deswegen, zum Test muss die hier herhalten. Solange die nicht in Lampenfassungen landen, die irgendwie produktiv genutzt haben, ist das, denke ich, auszuhalten. Gut, dann gucken wir mal gerade hier, was haben wir hier gehabt. Unten haben wir den Ausgang. Ich schraube das jetzt direkt mal rein, weil ich habe jetzt gerade hier diese Kabel aus einer Lüsterklemme rausgeholt und die hätte definitiv auch nicht ohne Aderhemdhülse sein sollen. Aber na gut. Definieren wir alles mal als Testaufbau. Da geht ja alles durch, habe ich gehört. Sollte man in der Praxis natürlich dann mit entsprechend zulässigen Aderhemdhülsen, mit entsprechend zulässigen Kabeln und was sinnvollerweise auch mit einer zulässigen ATS dann machen, wenn man das tatsächlich nutzen möchte, um an City Power, also das öffentliche Stromnetz, zu gehen. Wie gesagt, das hier eher schwierig. So, das haben wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Anbindung ans öffentliche Stromnetz. Und wir brauchen, wie gesagt, noch unsere Reserve oder ein batteriebetriebenes Gerät, was Strom rausgibt. Und dann sollten wir in der Lage sein, unsere Last hier hinten einen auszuschalten. Nicht einen auszuschalten. Dauerhaft brennen zu lassen. Also nicht brennen, sondern leuchten. Wobei, bei der Temperatur. Egal. Ich denke, wir haben jetzt alles zusammen. Wir haben die sogenannte City Power, also wo normalerweise das Stromnetz dran wäre. Der primäre Stromkreis. Der geht hier auf A mit einer Schleife auf Input A. Wir haben unser Sekundärding, namentlich der Inverter hier. Der geht auf B mit entsprechend Input B. Und der Ausgang hängt aktuell hier an dieser Glühbirne, die uns dann anzeigt, was denn am Schluss rauskommt. So, dann würde ich sagen, ich gebe dem Inverter mal Strom, gucke, dass wir hier auf dieses Ding Strom kriegen und dann sollte es hier theoretisch hell werden. Dann würde ich sagen, wir testen mal. Eventuell kann man sehen, hier unten ist da schon ein Power und auch hier leuchtet es schon so ein bisschen grün. Das heißt also, der Inverter ist bereits an. Ich habe aktuell nicht auf Auto, deswegen hat er nicht umgeschaltet. Machen wir mal die Netzspannung auch an. Und hey, wenig überraschend, die Lampe leuchtet. So, hier gehen wir mal auf Auto rüber. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt zwei Stromversorgungen. Wir haben einmal zum Beispiel das Stromnetz und einmal unseren Generator oder Inverter oder was auch immer als Ersatzstromversorgung da ist. Was würde denn jetzt passieren, wenn der Strom ausfällt? Na, ich hoffe, jeder hat korrekt geantwortet. Wenn der Strom ausfällt von Seiten des Stromnetzes, schalten wir auf unsere Reservestromversorgung um. Das heißt in dem Fall den Inverter. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Stromversorgung ausschalte, dann geht diese Lampe aus, der hier schaltet um und die Lampe sollte weiter leuchten. Probieren wir das mal. Okay. Fast. Okay, ich gebe mich geschlagen. Der Magnet hier drin, um das Ding umzuschalten, der braucht anscheinend fast 200 Watt oder sogar mehr. Das kriege ich mit den kleinen 12 Volt Akkus, die ich gerade für den Inverter auf der Werkbank habe, nicht hin. Da müsste ich größere holen und das wäre jetzt doch ein bisschen viel Aufwand für einen kurzen Testaufbau, um was zu zeigen. Das heißt, wir werden jetzt die Umschaltung manuell machen, die normalerweise automatisch sein sollte. Wir sehen hier ja, rot ist aus, grün ist an. Das heißt, die Automatik würde jetzt den hier auf B umschalten. Machen wir das mal per Hand. Und Überraschung, die Lampe leuchtet, so wie das sein soll. Das heißt also, wir können jetzt hier über unser Notstrom die ganze Zeit arbeiten. Und wenn jetzt das Stromnetz wieder zurückkommen würde, dann würde er natürlich wieder zurückschalten. Das heißt, ich simuliere jetzt, dass A wiederkommt. Und dann hier auf Auto. Also, aktueller Zustand, wir laufen auf Generator, Stromnetz ist weg. Wir versorgen über den Generator unsere Last. Jetzt kommt das Stromnetz wieder. Und was passiert? Es knallt einmal kräftig und schon sind wir wieder auf dem Netz. Eventuell hört man auch im Hintergrund, dass die Lüfter ein bisschen runtergehen. Das heißt also, unsere Inverterspannung
die ist jetzt weg. Wenn der Strom wieder ausfallen würde, würde er umschalten, was jetzt wahrscheinlich wieder fehlschlägt. Gut, also würde halt dann auch, wenn man genügend Saft hätte, automatisch umschalten und entsprechend dann hier die Last versorgen. Ich denke, das Prinzip ist soweit klar. Das hier hat jetzt allerdings noch ein großes Problem. Das hier ist nämlich quasi, ja, nennen wir es mal Hot Standby. Das heißt also, jetzt hier gucken und mal die Lampe gerade ausmachen. Wir haben B, das heißt unser Notstrom, den Inverter, die ganze Zeit laufen. Auch wenn wir unten gucken, warm. Die ganze Zeit ist die Power-LED da unten am Leuchten. Das ist nicht gut. Jedenfalls je nachdem, was man vorhat. Es hat einen großen Vorteil, nämlich den Vorteil, wir haben die ganze Zeit unser Notstrom. Das heißt, sobald hier die Spannung wegfällt vom Stromnetz, schaltet der direkt um auf entsprechend unser B und würde dann jetzt hier fleißig die Last direkt versorgen können. Ich mache jetzt mal wieder zurück manuell auf A, einfach, dass wir hier nicht so hell haben. Aber, wie gesagt, die ganze Zeit läuft die komplette Inverterelektronik hier drin. Das heißt, der macht die ganze Zeit aus den 12 Volt die 230 Volt und versorgt halt hier in dem Fall nur diese kleine LED-Schaltung. Aber, naja, das sind halt auch irgendwie, lasst mal gerade hier rüber gucken, 1,5 Watt. 1,5 Watt klingt zwar jetzt nicht so viel, aber wenn man die ganze Zeit aus Batterien rauszieht, naja, die Batterie dürfte dann relativ flott leer sein. Das heißt also, schöner wäre es natürlich, wenn wir den Inverter auslassen und nur einschalten, wenn man brauchen. Ne? Ja. Eventuell habt ihr da eben schon etwas gesehen. Hier baumelt nämlich so ein Kabel raus. Ich habe mir nämlich mal den Ein-Aus-Schalter hier geangelt und auf zwei Drähte gemacht. Das heißt also, aktuell ist das Ding aus. Und wenn ich hier zusammen mache, springt er entsprechend an. So, dauert einen kleinen Moment, um sich zu stabilisieren. Dann ist er da. Das heißt also, wir können jetzt bei Bedarf den Inverter ein- und ausschalten. Das wäre ja bei einem Generator ähnlich wahrscheinlich. In den meisten Fällen läuft so ein Generator nicht 24/7 die ganze Zeit für den Fall, dass da etwas passiert als Hot Standby, sondern man hat einen Cold Standby. Das heißt also, der Generator ist da, aber wenn der Strom ausfällt, dann fängt der Generator erst an zu laufen. Das dauert dann ein bisschen länger, bis dass man wieder Strom hat, aber dafür spart man eine Menge Energie. Im Sinne von beim Generator Diesel oder womit auch immer der Generator läuft. In unserem Fall hier Batterieleistung. Jetzt muss man nur dafür sorgen, dass wenn A ausfällt, die beiden hier verbunden werden. Also ein normally closed Kontakt. Wir könnten also hier die benutzen, oder? Ja, leider nicht, weil die hier geben den Schaltzustand rüber. Das heißt also, wir haben keine Möglichkeit hier hinzugehen und zu sagen, okay, wenn der Strom ausfällt, dann reagiere, weil hier passiert einfach nichts. Das heißt, wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir ein externes Relais. Irgendein Relais, was eine Spule hat mit 230 Volt und was entsprechend dann umschalten kann. In dem Fall hier ist es, glaube ich, 12 Volt und irgendwie 10 mA oder so. Das heißt also, an die Kontakte wird nicht wirklich viel dargestellt. Da reicht so ein Halbteileinheit-Ding durchaus aus. Gut, ich klemme das mal hier gerade passend an und dann können wir gleich mal gucken, ob dann meine kleine Schaltung hier funktioniert. Und ich habe das Ganze jetzt mal hier an eine andere Stelle verfrachtet, wo wir entsprechend dann auch einen größeren Akku haben. Damit sollte das Umschalten klappen. Das Relais ist eingebaut, das heißt, aktuell ist der Inverter ausgeschaltet, braucht vom Akku keinen Strom. Wenn wir jetzt hingehen und drücken hier den 0. Und wir sehen, es flackert einmal kurz, aber die Lampe ist relativ flott wieder da. Und was da passiert ist, das Relais ist abgefallen, hat dem Inverter das Signal zum Starten gegeben. Der Inverter hat angefangen, 230 Volt zu produzieren. Die ATS hat das gemerkt und entsprechend dann auf den Sekundärzweig umgeschaltet. Das heißt also den Inverter. Und das heißt, aktuell leuchtet die Lampe jetzt über unseren Akku hier. Und sobald ich dann die Netzspannung wieder da habe, oder in dem Fall hier mein Testnetz, dann schaltet er mehr oder weniger instant um. Da sehen wir jetzt kein Geflacker, weil Netz ist halt da, das muss nicht erst noch starten. Und ja, das wäre halt so ein Aufbau, den man auch mit Komponenten von anderen Herstellern dann auch häufig findet, zum Beispiel in Rechenzentren oder ähnlichen Sachen, wo man dann wirklich eine Generatorsteuerung hat.
was bei uns dieses Relais ist, was entsprechend den Generator oder Inverter in unserem Fall hier startet, wenn ein Stromausfall ist, und eine ATS, die eine automatische Umschaltung macht, je nachdem, wo gerade Strom verfügbar ist, priorisiert das Stromnetz oder wenn Backup vorhanden ist und das Prioritätsnetz fehlt, dann schaltet er entsprechend dahin um. Professionelle Anlagen, die haben meistens noch ein bisschen mehr Intelligenz drin. Zum Beispiel könnte man da noch einbauen, dass er einen Delay hat. Dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn das Stromnetz, wenn wir jetzt mal von einem echten Stromnetz ausgehen, wenn das wiederkommt nach einem Ausfall, dann lassen wir den Generator trotzdem mal so 1-2 Minuten noch weiterlaufen und unsere Last versorgen, weil wer von euch schon mal so einen Stromausfall mitgemacht hat, der kennt es vielleicht. Wenn der Strom wiederkommt, dann ist das nicht immer so ganz stabil. Das kann immer mal relativ flott wieder wegfallen. Und einfach um dieses ständige Hin und Her zu vermeiden, geht man dann hin und lässt das Ding einfach noch ein bisschen auf der Reserveversorgung, bis man recht sicher sein kann, okay, es sieht so aus, als ob es jetzt zumindest fürs Erste wieder stabil ist. Und dann schaltet man zurück. Gut, genug damit rumgespielt. Das war also so eine ATS, ein Automatic Transfer Switch, also etwas, was automatisch zwischen mehreren Stromquellen umschalten kann und, wie abgebildet ist, dann üblicherweise genutzt wird, um zwischen einem Stromnetz und einem Reservesystem wie einem Generator oder ähnlichem umzuschalten. Wie gesagt, ist nichts, was man üblicherweise irgendwo zu Hause braucht, aber in größeren Industrieanlagen durchaus dann schon mal zu finden. Das Modell hier, wir hatten ja gesehen, da sind ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Aber es war ohnehin nur für ein paar Versuchsaufbauten im Einsatz. Da ist es dann nicht ganz so tragisch, weil da deutlich mehr Absicherungen sind, als man sonst so hat und relativ wenig Gefahr besteht. Aber wir haben ja gesehen, zumindest mal für hier diesen Testaufbau, den ich jetzt gerade gemacht habe mit den zwei Netzen, ne, hat er sauber umgeschaltet. Und ich würde sagen, dass das ja auch die Hauptfunktion ist. Oder anders gesagt, er tut, was er soll.